Wusstest du, dass es eine Weltmeisterschaft der Pizzabäcker gibt? Eine Weltmeisterschaft im Luftgitarrespielen, im Handyweitwurf, im Papierflieger bauen und möglichst weit werfen, in Carcassonne, in Monopoly, in Siedler von Catan, in jedem Brettspiel, das die Menschheit je gesehen hat. Wenn du das alles wusstest, dann bist du wahrscheinlich sehr ähnlich wie ich und interessierst dich für Randsportarten und obskure Hobbys. Ich frage mich immer, wenn ich sowas lese, was das für Leute sind. Also wie kommt man dazu, Tipkick oder sonst was auf Turnierniveau zu spielen? Also wie kommt man in so eine Nische rein und wie wird man dann da der Beste? Wie ticken diese Leute? Und in diesem Video möchte ich also die Geschichte erzählen, wie ich Scrabble zu spielen begann auf Turnierniveau und das dann dieses Jahr mit dem deutschen Meistertitel gekrönt habe. Viel Spaß. Das Schöne, wenn ich Leuten davon erzähle, ist, dass eigentlich nie jemand nachfragt, habe ich noch nie gehört, was ist das für ein Spiel. Bei Scrabble bildet man Wörter auf einem Spielbrett aus zufällig gezogenen Buchstaben und bekommt Punkte entsprechend der Punktwerte, die einfach für diese Buchstaben vorgesehen sind. Seltene Buchstaben wie das Ö oder das J bekommen mehr Punkte. Man sieht hier 6 bzw. 8 Punkte dafür. Und so ein schnödes E, das im Deutschen ein total normaler Buchstabe ist, hat nur einen Punkt und ist insgesamt 15 Mal im Buchstabensatz enthalten, den man hier rechts sieht, während es ein J zum Beispiel nur einmal gibt. Der erste Spieler beginnt in der Mitte, legt dort ein Wort hin, in der Mitte heißt also auf diesem Feld, und bekommt dann die Punkte einfach entsprechend für die Buchstaben, die gelegt wurden. Das heißt, wenn man hier jetzt böse spielt, zählt man das zusammen, 13 Punkte. Und dann gilt es noch zu beachten, dass es diese ganzen Prämienfelder gibt, die hier bunt eingezeichnet sind. Das heißt, die blauen Felder sind Buchstaben, Verdoppler und Verdreifacher, und die rosafarbenen roten Felder sind Wortverdoppler und Verdreifacher. Böse würde also nicht nur 13 Punkte bekommen, sondern weil es über dieses Startfeld geht, das auch rosa ist, 2x 13, 26. Dann kommt noch eine Regel dazu. Wenn man alle Buchstaben, die man auf der Bank, wie das dann heißt, also quasi auf der Hand hat, in einem Zug ablegt, in einem Wort, bekommt man 50 Punkte dazu, was natürlich eine ganze Menge ist. Aber das sind erstmal so gut wie alle Regeln eigentlich schon, die man kennen muss. Es kommen natürlich noch so ein paar Details dazu, aber eigentlich ist das das ganze Spielprinzip. Und aus meiner Sicht haben alle Spiele, die irgendwie Spiele-Klassiker werden und so einen besonderen Charme haben, auch die Gemeinsamkeit, dass die Regeln sehr einfach sind, aber das Spiel trotzdem sehr komplex wird. Und eine große Vielfalt daraus erwächst. Und Scrabble ist in der Hinsicht, aus meiner Sicht, so der schlafende Riese sozusagen überhaupt, weil das Spiel, wenn man sich so richtig damit beschäftigt, viel komplexer wird, als man sich jemals hätte vorstellen können. Und wenn man es erstmal rein mathematisch betrachtet, liegt diese Komplexität natürlich daran, dass man zufällige Buchstabenkombinationen zieht und da also alles Mögliche in jeden Kombinationen erscheinen kann und das Spiel nicht so vorherbestimmt ist wie zum Beispiel Schach, wo es immer auf dieselbe Weise losgeht und alles theoretisch perfekt planbar ist. Beim Scrabble ist der Zufall im Spiel und sorgt dadurch für die Vielfalt. Und der zweite Grund ist natürlich, dass man eine Riesenmenge an denkbaren Spielzügen hat, weil man ja auf die komplette Sprache, auf das komplette Wörterbuch zurückgreift und es einfach zigtausend Wörter in jeder Sprache gibt. Und das heißt, die Kombination aus zufälligen Buchstabenkombinationen und einer Riesenmenge an denkbaren Spielzügen, alle Wörter im Deutschen, sorgt für eine riesige Komplexität. Und das macht das Spiel viel interessanter, als man vielleicht an der Oberfläche denken würde. Warum genau und wie das dann aussieht, komme ich gleich noch zu. Aber das ist erstmal so der besondere Reiz dieses Spiels für mich. Und die meisten Leute haben dann bestimmte Annahmen darüber, worauf es in diesem Spiel ankommt. Und in der Regel wird unterschätzt, wie viel da strategisch drinsteckt. Die erste Annahme, die meisten Leute haben, ist, wie gesagt, es ist größtenteils ein Glücksspiel, weil man ja zufällig die Buchstaben zieht und dann leicht den Eindruck bekommen kann, es liegt nur daran, ob man da Glück oder Pech hat beim Nachziehen. Und die zweite Annahme, die meisten Leute haben, ist, dass es dann letztendlich vor allem darauf ankommt, wie viele Wörter man kennt, also was für einen Wortschatz man im Deutschen hat. Beides ist nicht falsch,
Aber beides ist auch nicht wirklich richtig. Zu Glück und Pech ist es so, dass viel mehr Strategie und Können drinsteckt, als man vielleicht denken würde. Ich komme später dazu. Und bei den Wörtern ist es so, dass man nicht so viel damit ausmachen kann, dass man irgendwie von Natur aus einen besseren Wortschatz hat als andere, weil man einfach dran denken muss, dass der Großteil unseres Wortschatzes im Deutschen oder in jeder Sprache von den meisten Muttersprachlerinnen geteilt wird. Also die meisten Wörter kennen wir alle. Und dann kommen so die Leute, die besonders belesen sind, haben dann noch einen etwas größeren Wortschatz. Aber so viel Unterschied ist das erstmal gar nicht. Und es ist auch gar nicht die Fähigkeit, auf die es letztendlich ankommt. Was bei uns auffällt und was noch stärker im englischsprachigen, im internationalen Scrabble auffällt, wo das Ganze noch eine viel größere, professionellere Szene ist, da liegen die Leute vorne, die beruflich und vom eigenen Hintergrund her mit sowas wie Mustererkennung oder systematischem, statistischem, mathematischem Denken zu tun haben. Also nicht die Sprachkünstler, sondern die Leute, die abstrakt und in Wahrscheinlichkeiten und in Zahlen denken können. Es geht um das Denken in Zahlen. Es hat was mit Sprache zu tun, aber es hat weniger damit zu tun, dass man ja einfach schon von Natur aus irgendwie einen größeren Wortschatz hat als andere, sondern es gibt eher so diese Fähigkeit im Kopf mit Wörtern und mit Buchstaben umzugehen. In meiner Bachelorarbeit, die ich in der Psychologie geschrieben habe, ich habe Psychologie studiert, kam Folgendes vor. Ich verschiebe mal kurz mich selbst zur Seite, damit man das sieht. Die folgende Aufgabe besteht aus Anagrammen, aus denen durch Umsortieren der Buchstaben jeweils ein sinnvolles Wort gebildet werden kann. Aus der Buchstabenfolge TAUHSC kann zum Beispiel das Wort Tausch gebildet werden. Dann ist man aufgefordert, das mit diesen Wörtern zu tun. Und der geneigte Zuschauer, die Zuschauerin kann ja mal schauen, wie leicht oder schwer es euch fällt, das mit diesen Wörtern hier zu machen. Vielleicht gibt es manche Leute, die da drauf schauen und denken, ja, das ist doch einfach. Ritter, Sommer, Pforte, Kasten, Hummel und so weiter. Wo ist die Schwierigkeit? Das sieht man doch sofort. Wenn es jemand von euch so geht, würde ich euch empfehlen, mal Scrabble zu probieren. Denn den meisten Leuten geht es nicht so. Ich habe diese Aufgabe in meiner Bachelorarbeit drin gehabt, in der Studie, die wir damals durchgeführt haben. Und es war nicht mal meine Idee. Ich hatte nichts damit zu tun. Es war kompletter Zufall, dass hier eine Anagrammaufgabe drin war. Ich bekam damals diese Vorgabe und habe dann diese Liste rausgesucht, die in anderen Studien schon verwendet wurde. Habe das gesehen und habe gedacht, Moment, wo ist die Aufgabe? Was ist hier die Schwierigkeit? Aber es scheint hier, also das habe ich damals gelernt, dadurch sozusagen, es können die meisten Leute nicht aus so einem Buchstaben durcheinander direkt das Wort erkennen, das da drin steckt. Und das war für mich überraschend, denn man tauscht sich jetzt ja nie mit anderen Leuten darüber aus, wie leicht kannst du aus durcheinander geworfenen Buchstaben ein Wort erkennen. Man kriegt es beim Kopfrechnen mit, dass man schneller Kopfrechnen kann als andere, und das wusste ich bei mir, dass ich ein schneller Kopfrechner bin. Und ich denke, dass das beides zusammenhängt. Dann war das also in meiner Bachelorarbeit drin, und dann habe ich letztendlich die Daten gesehen, die Ergebnisse, und im Durchschnitt haben die Leute 6 Anagramme gelöst in 6 Minuten. 6 von diesen 25. Und da war ich platt. Angeregt durch dieses Erlebnis hier mit den Anagrammen, dachte ich mir dann, okay, dann könnte ich das mit dem Scrabble, also dadurch habe ich Scrabble dann nochmal angefangen zu spielen. Ich war von zu Hause ausgezogen dann mittlerweile und hatte dann nicht mehr wirklich gespielt. Und dadurch habe ich nochmal Interesse an Scrabble bekommen und habe mich damit auseinandergesetzt. Und dann kam eben dieser Moment, okay, das ist ein Spiel für mich. Denn dann kommt noch so die Eigenschaft dazu bei mir, die nach meinem Eindruck die meisten Leute haben, die in so einem Nischenhobby landen und dort ja, die Champions werden sozusagen. So wie ich das am Anfang geschildert habe. Mich interessiert immer, was das für Leute sind, und eine Gemeinsamkeit scheint immer zu sein, dass es Leute sind, die, ja, wenn sie dieses Interesse an einem komischen Hobby finden, dann der Beste darin werden wollen, also dann so einen Ehrgeiz entwickeln. Und ich finde an der Stelle, dass Ehrgeiz eine Eigenschaft ist, die viel zu schlecht wegkommt in Deutschland. Weil es natürlich eine Art ungesunden Ehrgeiz gibt, mit dem man sich, egal worum es gerade geht, den Spaß an der Sache nehmen kann. Aber es gibt auch einen positiven Ehrgeiz, der eine völlig andere Färbung hat sozusagen.
Nämlich einfach einen Ehrgeiz, bei dem es einem nicht darum geht, dass man was Bestimmtes erreichen muss, sondern der daraus besteht, dass man schauen will, wie weit man kommen kann, wenn man es versucht. Also einfach Neugier darauf, wie gut kann ich diese Sache machen, wenn ich mich richtig anstrenge. Und das ist einfach so ein spielerischer Ehrgeiz, finde ich, der nichts mit einem ungesunden Ehrgeiz zu tun hat. Im Job zum Beispiel bin ich, also was Karriere angeht, überhaupt nicht ehrgeizig. Aber wenn man mir ein Spiel vorsetzt oder mich einen Sport betreiben lässt, bei dem es irgendwie um einen Wettbewerb geht, dann möchte ich wissen, wie gut ich das kann und wie ich es so gut machen kann, wie es geht. Und dann kommt so ein Spiel herbei, bei dem ich offensichtlich die richtigen Fähigkeiten dafür habe. Und das ist eigentlich schon die ganze Erklärung, wie es dazu kommen konnte, dass ich dann irgendwann deutscher Meister wurde. Wie gut kann ich dieses Spiel spielen, wenn ich versuche, so gut zu spielen, wie es geht? Wie macht man das? Und das eben in Verbindung damit, dass ich auch die richtigen Voraussetzungen habe, nämlich dieses Durcheinanderwerfen von Buchstaben im Kopf. Und das kann man trainieren. Ich denke, man kann sich mit Übung da stark weiterentwickeln, sozusagen. Aber es ist natürlich zum gewissen Grad eben auch einfach diese Fähigkeit, die so ein bisschen so ähnlich wie Kopfrechnen angeboren ist. Man sieht hier im Hintergrund, wie man das trainieren kann. Also da gibt es eine schöne Seite, auf der das jeder machen kann. Der Link ist in der Videobeschreibung, sie heißt aber erolit.org. Und ihr seht hier, wie ich da Anagramme löse. Da ist jetzt natürlich ganz stark dabei, dass ich das schon lange trainiert habe, und diese Wörter also sicherlich schon mal gesehen habe. Aber trotzdem, es fällt mir dann einfach leicht. Und das ist natürlich erstmal das, was man braucht im Scrabble. Aber auch das ist nur Teil 1. Denn Scrabble wäre nur halb so interessant, wenn die Aufgabe oder die Art, wie man das Spiel perfekt spielt, die beste Strategie, daraus bestehen würde, in jedem Zug das Wort zu finden, das die meisten Punkte bringt. Also wenn es quasi so eine 1-zu-1-Verbindung wäre. Der beste Zug, den man spielen kann, um das Spiel möglichst zu gewinnen, ist der mit der höchsten Punktzahl. Wenn es so einfach wäre, wäre das Spiel sozusagen sehr linear. Man müsste nicht über Strategie nachdenken, sondern man muss einfach nur versuchen, hier den besten Zug zu finden, mit roher Gewalt sozusagen. Und ein Computerprogramm könnte das komplett ohne Probleme, ganz trivial lösen. Aber so ist es nicht. Und der Grund dafür ist, dass jeder Zug, den man tut, den man tätigt in diesem Spiel, die nächsten beeinflusst. Also zum einen, weil man ja ein Wort hinlegt und das dort liegen bleibt und dann der andere Spieler oder man selbst auch daran anlegen kann. Also damit verändert man die Möglichkeiten, die auf dem Spielfeld sind. Und vielleicht noch wichtiger, man spielt ja mit den Buchstaben weiter, die man behalten hat auf der Bank. Und das heißt, im nächsten Zug muss man mit diesen Buchstaben was machen. Und dann ist es natürlich nicht egal, welche man da behalten hat. Also, wenn ich jetzt hier, wie schon angesprochen, böse lege, dann behalte ich ein E, ein H und ein J. Wenn ich stattdessen einfach nur J weglege, dann behalte ich ein B, E, H, Ö und S. Und das sind unterschiedliche Szenarien, wie das Spiel weitergeht. Und es geht dann ja strategisch nicht darum, in diesem Zug möglichst viele Punkte zu machen, sondern das eigentliche Spielziel ist, am Ende des Spiels möglichst viele Punkte zu haben. Oder genauer gesagt eigentlich sogar, am Ende des Spiels mehr Punkte zu haben als der Gegenspieler, die Gegenspielerin. Und das sind zwei verschiedene Dinge. Also die Frage, was muss ich jetzt hier mit diesen Buchstaben tun, damit ich die höchste Chance habe, am Ende des Spiels vorne zu liegen, ist eine deutlich kompliziertere Frage als, womit kann ich jetzt hier die meisten Punkte machen? Und dadurch wird es kompliziert. Und an der Stelle kommen so die mathematischen Fähigkeiten rein, weil man es dann ständig mit Wahrscheinlichkeiten zu tun hat. Also, wenn ich diesen Zug spiele, wie geht es dann vermutlich weiter? Oder welche Szenarien sind dann wahrscheinlich und welche sind unwahrscheinlich? Dazu braucht man dann keine Formeln, aber einfach so ein intuitives Gefühl für Statistik. Und für Wahrscheinlichkeiten. Und darin unterscheiden sich Leute. Und die Leute, die das gut können, sind dann eben nicht unbedingt diejenigen, die einen großen Wortschatz haben. Also das kann ja unabhängig voneinander sein. Darüber lernt man nichts, wenn man Deutschlehrer wird. Also zumindest nicht im Lehramtsstudium, sondern das muss man sich sozusagen getrennt davon aneignen oder schon haben, dieses Talent.
Und letztendlich geht es dann also ganz stark um Mustererkennung. Und einen Schritt habe ich auch noch unterschlagen sozusagen, denn wenn ich jetzt hier mal ein Turnierspiel öffne, also eins, das schon etwas weiter fortgeschritten ist, wenn man jetzt hier irgendwo in der Mitte des Spiels ist, dann muss man ja auch noch bedenken, dass man jetzt nicht nur eine Stelle hat, wo man ein Wort hinlegen kann, sondern überall auf dem Feld kann man jetzt prinzipiell schauen, wo könnte ich was anlegen. Und dadurch geht es dann nochmal stärker um Mustererkennung, weil man einfach ja, schnell darin sein muss, die Möglichkeiten auf dem Spielfeld zu überblicken und die beste Möglichkeit zu finden. Hier hat man also die Möglichkeit, dass man alle Buchstaben auf einmal ablegen kann mit Befrage und diese 50 Punkte dazu bekommt. Und dann gehört natürlich erstmal dazu, hier das Wort zu entdecken aus diesen Buchstaben, was sicherlich in dem Fall nicht schwer ist, weil man diese Vorsilbe hat, die häufig vorkommt im Deutschen und weil sich das, ja, denke ich, so ein bisschen anbietet mit diesen Buchstaben. Dann muss man aber noch sehen, dass man dieses komische Wort mähen, was hier tatsächlich ja, die Verbform von mähen, also wie den Rasen mähen ist, da kann man nach den deutschen Grammatikregeln, die ziemlich komplex sind, das E auch weglassen, also einfach nur mähen schreiben und nicht mähen. Dann muss man auf die Idee kommen, dass es natürlich auch die Mähne gibt und man das so verlängern kann und also hier das Wort anlegen kann, sonst hätte man keine Stelle dafür. Also sowas kommt dazu. Alle Möglichkeiten auf dem Spielfeld sehen. Damit zurück zu der Chronologie sozusagen, wie das bei mir ablief. Ich habe, genau, nachdem ich zu Hause gespielt habe und gemerkt habe, das macht Spaß und ich bin wahrscheinlich ziemlich gut, irgendwann einfach recherchiert. Wie ist das eigentlich mit Turnieren? Hat schon mal jemand Scrabble-Turniere veranstaltet? Wäre doch mal interessant. Und habe dann festgestellt, dass es einen Verein Scrabble Deutschland gibt. Und das ist eine ziemlich aktive Szene sogar. Es ist eine kleine Szene. Es sind, ich weiß nicht genau, wie unsere Mitgliederzahl ist, aber es ist so eine dreistellige Zahl, die im Verein Scrabble Deutschland Mitglieder sind. Aber man sieht, es gibt jedes Jahr, zumindest, ja, sagen wir mal in normalen Jahren, 2021 jetzt nicht unbedingt, schon so 15 Turniere im Jahr. Auch in meiner eigenen Stadt. Wir haben hier einen Scrabble Club auch eingerichtet und wir haben schon einmal ein Turnier veranstaltet. Und in der Schweiz gibt es Turniere, in Österreich, querbeet in ganz Deutschland. Also es gibt eine schöne aktive Szene, die seit, ich glaube, so 2000 hat das angefangen, vor etwa 20 Jahren. Und da stellte ich also fest, oha, guck mal einer an, es gibt Turniere. Und dachte mir, dann probiere ich das doch mal aus. Und habe das auch meiner Mutter zu Hause erzählt beim Scrabblen, also als ich dann mal zu Besuch war. Ich würde gerne mal zur deutschen Meisterschaft fahren und sie so, ah ja, zum Zuschauen. Ich, nein, zum Mitspielen. Und das fand sie natürlich erstmal nicht so realistisch. Und ich bin auch nicht bei der deutschen Meisterschaft eingestiegen, aber bei den anderen Turnieren spielen auch ungefähr dieselben Leute, die bei der DM mitspielen, weil das halt eine kleine Szene ist. Und da fahren halt die Leute hin, die das machen, Scrabble bei Turnieren spielen. Und dann bin ich 2017 also zu einem Turnier gefahren. Und das war, wir können da gerade mal hingehen, ein Blick in den Spielsaal beim Westerwald-Turnier, was das erste Turnier war, bei dem ich dann gespielt habe. Westerwald, also in Rheinland-Pfalz, ein sehr schönes, beschauliches Hotel und dort fand ein sehr schönes, beschauliches Turnier statt. Und da fuhr ich also hin, super aufgeregt, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, was mich erwartet. Und ehrlich gesagt, das wissen Leute, die mich hier auf YouTube schon länger verfolgen, auch weil ich ein super schüchterner Mensch bin. Und in so eine komplett neue Situation, wo ich niemanden kannte, hinzukommen, ist für mich immer total aufregend. Und war es damals erst recht. Und ich habe mich vorher schon richtig systematisch vorbereitet und trainiert und Wörter gelernt. Denn das braucht man natürlich schon. Ich habe vorhin gesagt, der Wortschatz macht nicht so viel aus, aber letztendlich ist es natürlich entscheidend, dass man die Wörter, die man dann im Spiel nutzen kann, auch kennt. Das kommt aber weniger dadurch, dass man irgendwie viel gelesen hat, sondern dass man einfach sich informiert, was alles im Scrabble möglich ist an Wörtern. Denn das sollte ich vielleicht auch noch erklären. Es ist alles erlaubt, was im Duden steht, kurz gesagt. Dann gibt es verschiedene Regeln dazu, welche Wörter möglich sind. Also keine Eigennamen zum Beispiel, also keine Städtenamen und so, keine Abkürzungen und alles andere, was sich aus dem Duden ableiten lässt und als grammatische Form funktioniert. Also wir haben vorhin mähen gesehen, aber auch sowas wie mäht
oder du mähst wäre auch möglich. Einfach alles, was grammatisch geht, ist dann gültig. Und der Verein Skoebel Deutschland hat aus dem Duden tatsächlich dann eine Wortliste zusammengestellt, die gilt. Also damit man einfach keine Streitfälle hat. Ich komme gleich noch dazu, wie das dann im Turnier geregelt ist, aber es gibt also eine Liste an Wörtern, die erlaubt ist. Und je mehr von diesen Wörtern man kennt, desto besser. Und deshalb kann man diese Wörter einfach lernen, wenn man will, wie Vokabeln. Und vor meinem ersten Turnier habe ich also damit schon angefangen und auf der Zugfahrt noch mir Wortlisten angeschaut, weil ich dann eben diesen Ehrgeiz habe. Ich will das so gut, mich so gut vorbereiten, wie ich kann. Und normalerweise kommen Leute, die zu ihrem ersten Scrabble-Turnier fahren, ja, einfach mal so hin, weil eine andere Person gesagt hat, hey, du spielst doch auch gern, komm mal mit, guck dir das mal an, das macht Spaß. Und das war bei mir also völlig anders. Ich war sehr unsicher, wie gut ich mich schlagen würde, aber ich dachte, ich kann wahrscheinlich mithalten. Und dann nehmen an so einem Turnier immer so 40 Leute teil, manchmal 50, manchmal nur 30. Und im Westerwald-Turnier wurde ich dann Fünfter bei meinem Einstand. Womit ich natürlich sehr zufrieden war. Normalerweise, wenn jemand da hinkommt und zum ersten Mal mitmacht, ist das so, ja, erstmal aus Jux und Dollerei. Und normalerweise haben die Leute sportlich erstmal keine Chance, sondern landen dann hinten im Feld. Und ich wurde also Fünfter. Und dann war schon mal klar, okay, ich kann da wirklich was. Also ich bin ein guter Scrabble-Spieler, ganz allgemein gesagt. Und ich war sowas von angefixt. Und natürlich, ja, weil es gut funktioniert hatte für mich, aber noch viel mehr, ich kann gar nicht betonen, wie viel mehr, weil es eine super nette Community an Leuten ist. Also man sieht hier auf dem Foto auch, ohne den Leuten na zu nahe zu treten zu wollen, ich bin da tendenziell einer der Jüngsten. Denn natürlich ist das entstanden aus, ja, also Anfang der 2000er Jahre, wie gesagt. Das haben jetzt keine Jugendlichen ins Leben gerufen, sondern Leute, die halt das gerne zu Hause spielen und oft schon seit vielen Jahren oder Jahrzehnten zu Hause spielen. Und es ist also so eine gemütliche, familiäre Szene. Und ich fand es so nett, super nett, unglaublich nette Community an Leuten und war total angefixt. Somit der Hauptgrund, warum ich da dran geblieben bin, ist, dass ja, dass man so nette Leute kennenlernt und total unterschiedliche Leute kennenlernt. Also es ist so divers. Völlig unterschiedliche Hintergründe. Fast alles sehr extrovertierte Leute, sehr, ja, sehr sympathische Leute. Und ich habe vorhin gesagt, ich bin sehr schüchtern, aber wenn ich in so einer Szene bin, wo ich mich wohlfühle und wo ich eine Gemeinsamkeit habe mit den Leuten, bin ich total extrovertiert. Also würde ich mal sagen, können vielleicht andere Turnierspielerinnen und Spieler selbst besser beurteilen, ob sie mich dort extrovertiert oder introvertiert finden, aber ich habe dort Riesenspaß. Genau. Und damit vielleicht kurz dazu, wie das bei so einem Turnier, wie man sich so ein Turnier vorzustellen hat. Es ist ähnlich wie beim Schach, dass man immer 1 gegen 1 spielt. Also die meisten Leute kennen Scrabble sicherlich auch als Spiel, dass man zu viert spielt oder so, aber das gibt es bei Turnieren überhaupt nicht. Einfach aus dem Grund, dass das sehr viel von der Strategie wegnähme, wenn man nur in jedem vierten Zug wieder dran ist. 1 gegen 1 ist einfach der beste Modus. Also für mich ist fast so ein Sakrileg, wenn jemand Scrabble zu dritt spielt oder zu viert. Und dann läuft es auch ähnlich wie im Schach, was das Turniersystem angeht. Das haben wir uns quasi abgeschaut, dass es kein K.O.-System oder so gibt, also keine Leute rausfliegen, sondern in der ersten Runde wird mehr oder weniger zufällig gelost, wer gegeneinander spielt, und dann bildet sich mit der Zeit natürlich eine Tabelle nach Anzahl der Siege und dann nach Anzahl der Punkte, der Differenzpunkte, die man in den Spielen erzielt hat, wie viele Punkte man da erzielt hat. Und dann werden die Leute immer so zueinander gelost, dass man gegen Leute spielt, die in einer ähnlichen Region in der Tabelle spielen. Das heißt, die Leute, die vorne liegen, spielen gegeneinander, die, die hinten gelandet sind, spielen auch gegeneinander. Und das sorgt natürlich dafür, dass man größtenteils Matches hat, die auf einem ähnlichen Spielstärke-Level sind. Und dadurch hat man spannende, ausgeglichene Spiele und man hat selten die Situation, dass sich zwei Leute gegenüber sitzen, ja, bei denen der Spielstärkeunterschied so groß ist, dass es beiden nicht wirklich Spaß macht und dass es kein interessantes Spiel wird, weil nach 5 Zügen klar ist, wer gewinnt. Und es, je nachdem, wie groß der Spielstärkeunterschied ist, vielleicht auch einfach unangenehm ist.
Und man hat dadurch also spannende Spiele und jeder spielt in jeder Runde, weil ja niemand rausfliegt, sondern sich einfach die Tabelle anders anordnet. Und das ist, finde ich, auch einfach ein sehr schönes System. Und es sorgt auch dafür, dass man in jeder Runde gegen jemand anderen spielt. Das ist meistens so vorgegeben bei der Auslosung. Und dadurch hat man mit allen mal zu tun. Und man lernt quasi auf diesem Weg Leute kennen und sitzt denen eine Stunde lang gegenüber. Also ein Spiel dauert eine Stunde. Jeder Spieler hat 30 Minuten für alle seine oder ihre Züge in dem Spiel. Und man sitzt sich gegenüber und es ist faszinierend, was dann für ein Fokus, für eine Konzentration bei den Leuten kommt. Die Leute sind total vertieft darauf, was sie für Buchstaben ziehen und was sie jetzt machen können. Also ich schaue mich immer gern, wenn ich in einem Turnierspiel bin, einmal so ein bisschen um, schaue von meinem Brett ein bisschen weg und schaue mich um, schaue die anderen Leute an. Und es ist einfach toll, was man da für hochkonzentrierte Gesichter sieht und Leute, die hadern und konzentriert nach Wörtern suchen und so weiter. Es ist toll. Und es ist dann, also es ist nicht wirklich Stille im Turniersaal, weil man immer dieses Buchstabenziehen hat, was einfach Lärm verursacht und die Leute sagen die Punktzahlen an. Aber es ist so gedacht, dass man tendenziell eher nicht redet wegen des Spiels, einfach damit es nicht zu laut wird und weil man nie weiß, ob der andere das will, ob das in der Konzentration stört. Das heißt, es ist so ein allgemeiner Geräuschpegel von Buchstaben, die gezogen werden und ansonsten völliger Fokus. Und das ist ein Erlebnis, finde ich. Das macht einfach Spaß. Ich finde es generell toll, Tätigkeiten zu finden, Hobbys zu finden, bei denen man sich so komplett vertieft, komplett auf eine Sache konzentriert. Und das kann man ziemlich überraschend in so einem Brettspiel finden. Und das ist auch ein Grund, warum ich das gern spiele. Damit ein bisschen zu den Regularien noch. Also ich habe jetzt vorhin gesagt, alles, was im Duden zählt, gilt. Was im Duden steht, zählt und gilt. Und dann ist natürlich häufig die Frage, weil man nicht nachschlagen darf. Also das vielleicht zuerst zur Erklärung. Man darf nicht den Duden dabei haben und das nachschlagen. Ich finde, dass das auch mal eine interessante Möglichkeit wäre. Aber es ist so jetzt geregelt, nicht nur bei uns, sondern in allen Scrabble-Sprachen, dass man nicht nachschauen darf, sondern nur das spielen darf, was man aus dem Kopf weiß. Und dann kommt es natürlich häufig vor, dass erstmal unklar ist bei einem Wort, das gelegt wird, gibt's das? Also kennt der Duden das? Ist das ein zulässiges Wort? Kann man das so legen? Und in der Situation kann man einen Zug dann anzweifeln, also beanstanden. Das heißt, man sagt dann, ich zweifle dieses Wort an und dann geht man zu einem Turnier-Checker, also einfach zu einem Computer, bei dem die Wortliste eingespeist ist und überprüft dieses Wort. Und dann gibt es die zwei Möglichkeiten. Entweder das Wort gibt es nicht, also gibt es nicht, bedeutet dann auch, es steht nicht im Duden und da sind eine ganze Menge Wörter überraschend nicht drin. Mein Lieblingsbeispiel dafür ist immer Muffin und Origami. Beides Wörter, die jeder kennt, aber der Duden verzeichnet sie nicht. Origami steht nicht im Duden, warum auch immer. Und in dem Fall muss man das Wort zurücknehmen, selbst wenn natürlich völlig klar ist, dass jeder weiß, was ein Muffin ist. Aber wenn es nicht im Duden steht, ist es nicht erlaubt im Scrabble. Und der Grund ist natürlich einfach, dass man, dass es einfach nicht funktioniert, wenn man Diskussionen zulässt oder unklare Fälle zulässt, sondern man muss sich auf eine feste Wortliste festlegen, sonst kommt man einfach in Teufelsküche. Das heißt, das Urteil des Duden gilt. Und wenn es das Wort nicht gibt, dann muss man es zurücknehmen und verliert damit den Zug. Das heißt, die andere Person ist dran. Wenn es das Wort gibt, gibt es aber auch eine Strafe sozusagen für die andere Person, nämlich 10 Punkte Abzug. Also wenn man ein Wort anzweifelt, das gültig ist, bekommt man 10 Punkte abgezogen. Die Strafe ist einfach dazu da, dass man nicht ständig Wörter anzweifelt. Also es soll sozusagen einen Anreiz in beide Richtungen geben. Genau. Und so sieht dann zum Beispiel ein Scrabble-Spiel auf Turnierniveau aus. Und die meisten Leute gucken da drauf und fragen dann erstmal nach allen möglichen Wörtern, was ist das denn? Also was ist hier zum Beispiel Born? Oder gut, in diesem Spiel sind, glaube ich, gar nicht so viele komische Wörter dabei, aber meist, hier haben wir wieder Mähen übrigens, durch puren Zufall rechts oben. Aber in den meisten Fällen hat man eine Menge Wörter, bei denen so Otto-Normalverbraucher sagen würde, was ist das denn? Hier jetzt gar nicht so. Was, also vielleicht deshalb ein gutes Beispiel. Aber interessant zum Beispiel schon, ey, der Duden kennt ey, EY. Und das ist dadurch direkt ein Wort, das ständig gelegt wird, weil man so das Y sehr teuer.
verwerten kann. Aber man sieht hier auch, das sind viele lange Wörter. Das heißt, das sind alles Bingos. Das ist das Wort dafür, dass man alle Buchstaben auf einmal weglegt, wie ich schon erwähnt habe. Und ich kann dieses Spiel eigentlich gerade mal in der Software öffnen, die wir vorhin schon gesehen haben, denn ich schreibe meine Turnierspiele mit, damit ich mir später anschauen kann, was ich hätte besser machen können. Also in diesem Fall zum Beispiel habe ich diese Buchstaben und dann gibt es nur, man sieht hier rechts die Computervorschläge, dann gibt es nur mit diesem Wort Todestag die Möglichkeit, alle Buchstaben wegzulegen. Und das ist dann also, vor diesen Rätseln steht man dann also. Also ich weiß jetzt nicht, warum hier dieser Fehler drin ist, dass hier so ein einzelnes D liegt. Das sind also diese Rätsel, die ich dann gerne mag. Einfach weil ich gerne so mit Buchstaben umgehe. Und das hier, ich habe jetzt vorhin so damit angegeben, wie gut ich das kann, Buchstaben im Kopf rumschieben. Aber sowas ist nicht immer einfach. Also es ist eine Herausforderung und eine Herausforderung, die ich sehr gerne mag. Und vor diesen Rätseln steht man dann also in jedem Zug. Und wenn man nicht die Möglichkeit hat, alle Buchstaben wegzulegen, was, wenn man es kann, fast immer der beste Zug ist, einfach durch diese 50 Punkte, dann ist die schwierige Frage eben, was mache ich dann strategisch? Was gibt mir die beste Gewinnchance? Und da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten, über welche strategischen Dinge man dann nachdenken muss, dass das, ja, dass man in jedem Spiel einfach was Neues hat und was anderes, worüber man nachdenken muss. Um so ein paar Beispiele zu geben, woran sich Scrabble-Strategie festmacht. Eine Möglichkeit, die man hat, wenn man kein Wort legen will, weil die Buchstaben so schlecht sind sozusagen, dass man so wenig damit anfangen kann, ist Buchstaben zu tauschen. Und dafür bekommt man natürlich 0 Punkte, weil man in dem Zug kein Wort legt. Dann ist der andere dran, wenn man Buchstaben getauscht hat. Also wenn man, keine Ahnung, das Q, das J, das V auf der Bank hat, womit man wenig machen kann, ganz sicher kein langes Wort spielen kann, dann kann man sagen, ich tausche diese Buchstaben, ziehe 3 neue und wirf die zurück. Und das kann so eine Frage sein, bei der es direkt interessant ist, was ist, wann ist das optimal? Also bei der deutschen Meisterschaft. Wenn ich mal jetzt zu der kommen will, in diesem Jahr hatte ich diese Bank als erste Bank in einem Spiel. Und dann hat man die Möglichkeit, man kann natürlich Hemd legen. Mit Hemd behält man ein E, ein R und ein R. Man kann auch sagen, man legt Meer zum Beispiel und behält ein D, ein E und ein R. Oder man kann sagen, ich tausche ein M, ein H und ein D. Sorry, ein M, ein D und ein R und behalte EEHR. Und da könnte man sagen, das ist vielleicht besser, weil die Buchstabenkombination EEHR so gut funktioniert, so gut harmoniert zusammen, dass damit die Chance am höchsten ist, dass man im nächsten Zug alle Buchstaben weglegen kann, also einen Bingo hat. Die Chance ist dann einfach ein bisschen höher, als wenn man Hemd legt und ERR behält. Und vielleicht leuchtet jetzt überhaupt nicht ein, was ist an EEHR besser als an ERR. Aber der Punkt ist, dass zwei Rs nicht gut miteinander funktionieren und dass EEHR einfach eine Kombination ist, die sehr viel mehr Möglichkeiten bietet. Und da wird es dann eben auch intuitiv. Also da kann man dann eine Intuition in dem Spiel bekommen und man kann es nicht irgendwie fest ausrechnen. Man kann das nicht definitiv sagen, das und das ist besser. Sondern man kann das sozusagen nur abschätzen. Und mit diesem Computerprogramm, das ich hier habe, kann man es auch ja, ein bisschen genauer noch durchspielen. Und das Programm kann einem dann ziemlich gute Angaben darüber geben, was besser ist. In diesem Fall findet das Computerprogramm letztendlich, man sollte Hemd legen. Man bekommt 14 Punkte dafür. Und das ist noch besser als die 0 Punkte fürs Tauschen. Obwohl dann eben die Aussichten im nächsten Zug nicht ganz so gut sind. Also das ist dann die Abwägung, die man hat. Und der erste Zug eines Spiels kann das dann direkt schon richtig stark entscheiden, in welche Richtung das Spiel geht. Und diese Abwägung mag ich halt. Im Schach kann man immer direkt, ja, definitiv sagen, wenn ich das mache, kann der andere das machen. Im Scrabble ist immer so diese Unsicherheit dabei und dann geht es eben darum, mit diesen Wahrscheinlichkeiten umzugehen. Und das finde ich super spannend.
Und ich finde es auch deshalb spannend, weil man ständig Situationen hat, bei denen das richtig schwierig zu beurteilen ist. Und man hat immer diese Herausforderung. Und man kann nachher auch nie so ganz sicher sagen, in den meisten Fällen, was wirklich am besten war. Und ich mag einfach diese, ja, ich mag das einfach, dass das Spiel so ein bisschen undurchsichtig bleibt und man das nie perfekt spielen kann. Also man kann, es ist immer noch Luft nach oben sozusagen. Und man kann sich aber in jedem Spiel bemühen, das so optimal wie möglich zu spielen. Und man spielt dabei ja immer noch mit dem Zufall. Also auch wenn man den besten Zug spielt, kann man danach blöde Buchstaben bekommen und wird quasi nicht belohnt dafür, dass man richtig gespielt hat. Und umgekehrt kann man Blödsinn machen und dubiose Züge spielen, die nicht korrekt sind oder die nicht die besten möglichen Möglichkeiten sind. Und trotzdem danach Buchstaben Glück haben und das Spiel gewinnen. Und auch diese Unsicherheit mag ich, weil das auch so ein bisschen das Leben abbildet sozusagen. Man hat nicht alles selbst in der Hand, man kann es nur, man kann die eigenen Chancen sozusagen bestmöglich beeinflussen, aber es ist nicht garantiert, dass man dafür belohnt wird. Und dadurch, dass die Leute sich so extrem darauf fokussieren, ich habe es vorhin schon erwähnt, wenn man sich beim Turnier umschaut, sieht man Leute, die total fokussiert sind, die allermeisten zumindest, nicht alle, aber die allermeisten. Und dann, wenn man da so richtig in diesen Hyperfokus reinkommt, kann es schon ordentlich frustrierend sein, ein Spiel durch Pech, durch Zufall zu verlieren. Und bei jedem Turnier hat man dann diese Unterhaltung auch mit Leuten. Es hadern Leute mit ihrem Pech, auch wenn die allermeisten nicht da sind, mit dem Ehrgeiz, so ein Turnier gewinnen zu wollen, sondern einfach da sind, um die Leute zu treffen und weil es Spaß macht, aber gleichzeitig braucht man Frustrationstoleranz und das ist so ein immer wiederkehrendes Thema, das Buchstabenglück. Und das finde ich einfach, mir gefällt es einfach. Genau. Um nochmal so zurückzukommen zu der Chronologie, wie das dann zur DM kam. Ich habe also an allen möglichen Turnieren teilgenommen. 2018 habe ich erstmals bei einer DM teilgenommen, war da aber dann nie in der Nähe des Finals. Also das Turnier begann nicht gut für mich, auch durch Pech, das ist dann wieder diese Sache, aber eher auch, weil ich noch nicht auf dem Level war wirklich. Also wie gesagt, beim ersten Turnier Platz 5. Bei der DM, wo dann nochmal ein bisschen stärkere Spieler auch dabei sind, war ich nicht vorne mit dabei, sondern war dann, ich weiß gar nicht genau, Platz 15, Platz 20, irgendwie so. Und hatte nichts mit dem Finale zu tun. 2019 konnte ich terminlich nicht teilnehmen, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich nicht dabei war, aber ich war nicht bei der DM dabei. 2020 fand keine DM statt. Man kann sich die Gründe sicherlich denken. Und damit kam es jetzt 2021 erst zu meiner zweiten Deutsche Meisterschaft. Nachdem ich in der Zwischenzeit schon 20 Turniere oder so gespielt hatte und mehrere Turniere seitdem dann auch gewonnen hatte. Und wir haben bei Scrabble Deutschland eine Turnierrangliste, die ganz ähnlich funktioniert wie auch da im Schach. Es ist echt viel vergleichbar zum Schach beim Scrabble. Es gibt eine Elo-Zahl, also eine Wertungszahl, die sich danach bestimmt, wie man in einzelnen Spielen abgeschnitten hat. Und das hier ist jetzt nicht die aktuelle, also das ist die aktuelle Liste, das ist die nach der deutschen Meisterschaft jetzt. Aber, und man sieht, dass ich da mittlerweile dann auch den Platz an der Sonne innehabe. Aber auch vor dem Turnier, vor der DM, war ich unter den Leuten, die bei der DM teilgenommen haben, der Favorit nach dieser Ratingzahl. Also Timon Börner, hier auf Platz 2, war der Titelverteidiger. Konnte aber am Turnier nicht teilnehmen, auch wieder einfach aus dem zeitlichen Hintergrund. Nicht jeder kann 4 Tage, so lange dauert, so eine DM freimachen. Ben Berger war der beste andere Spieler, der teilgenommen hat. Und wir hatten ungefähr dasselbe Rating. Und dahinter sieht man hier schon, also wir sind so bei 1700, 1650, dahinter ist erstmal eine Lücke. Und Timon und Ben sind auch zwei Leute so in meinem Alter, die ganz, ganz ähnlich ticken in der Hinsicht wie ich. Auch so gemerkt, boah, das Spiel liegt mir und ich habe den Ehrgeiz, darin richtig gut zu werden. Und wir sind also so die heiligen drei Könige der Scrabble-Szene hier in Deutschland. Dahinter ist eine Lücke. Die ganzen Spieler, die dahinter kommen, sind richtig gut. Das will ich nicht hier irgendwie anders darstellen, soll nicht anders rüberkommen. Aber es ist eben eine gewisse Lücke da.
Und damit war also klar, da Timo nicht da ist, sind Ben und ich erstmal die Favoriten bei der DM. Aber beim Scrabble ist es so eng und 100, 200 Elo-Punkte Unterschied sind auch nicht so viel, dass es bestimmt 10, 15 Leute bei der deutschen Meisterschaft gab, die das gewinnen konnten. Aber ich konnte also relativ ja, so vorsichtig optimistisch dahin fahren und damit also zu dem Turnier selbst, zu der deutschen Meisterschaft. Und eigentlich kann ich direkt anfangen mit einem Vorrundenspiel zwischen direkt Ben und mir, also Ben Berger, den ich gerade schon erwähnt habe, und mir. Und das sieht man hier. Also in der Vorrunde, wie gesagt, spielen alle so gegeneinander, wie es sich in der Tabelle ergibt. Und dann gibt es am Ende des Turniers ein Finale aus den ersten beiden, den Leuten auf Platz 1 und Platz 2. Und ich habe die ersten paar Spiele gewonnen. Und dann war Ben natürlich auch bald recht weit oben, weil er auch seine Spiele gewann. Nicht alle, aber die meisten. Und dann geht es gegeneinander. Und dann hat man eigentlich hier in jedem Zug solche strategischen Entscheidungen. Und ich gehe einfach mal dieses Spiel durch, um das so ein bisschen zu zeigen. Das Spiel beginnt direkt, ich habe hier leider den Namen nicht, aber links bin ich, rechts ist Ben. Das Spiel beginnt direkt mit so einer Abwägung. Fex ist jetzt direkt so ein Wort, was die meisten Leute nicht kennen würden. Aber alle Spieler bei so einem Scrabble-Turnier würden es kennen, weil es ein kurzes Wort mit einem X ist. Und solche kann man gebrauchen. Also das ist da gang und gäbe. Ich bin jetzt gar nicht sicher, was es bedeutet, aber das muss man ja nicht wissen. Also bei vielen Wörtern weiß ich nicht, was sie sind, weil es nicht entscheidend ist. Man muss sie nicht definieren können. Am Küchentisch, wenn man Scrabble spielt, wird oft gesagt, kannst du das Wort in einem Satz benutzen oder kannst du es definieren? Aber das spielt hier keine Rolle. Es muss nur im Duden stehen. Auch deshalb, weil man auch damit ja, auf keinen grünen Zweig käme. Denn wenn man das so machen würde, wann kann man dann sagen, okay, jetzt diese Definition reicht mir und diese nicht. Deshalb macht man das gar nicht. Aber hier geht es dann direkt los. Möchte ich hier Fex spielen und die Buchstaben behalten, die ich damit behalte, NSDT, oder spiele ich Texts? Und also wie entscheidet man das? Was ist hier jetzt besser? Was gibt einem die bessere Chance, das Spiel zu gewinnen? Und in dem Fall muss man sich letztendlich auf die Intuition verlassen und auf so ein paar strategische Faustregeln. Also zum Beispiel, wenn ich hier Texts spiele, liegt hier ein E und wir haben hier diese Wortverdoppler, die rosa Felder. Und das will man vielleicht nicht so ermöglichen, denn wenn man da ein Wort durchlegt, zählt das doppelt und nochmal doppelt und damit vierfach. Und hier ein E ist also sehr attraktiv für den anderen Spieler. Das heißt, wenn ich diesen Zug hier spiele, geht es vielleicht ungünstig für mich weiter, weil ich Ben hiermit eine gute Möglichkeit biete. Fex ist dann, bietet nicht so diese Möglichkeit, aber andererseits hat er möglicherweise genau einen Zug, der hier dran passt. Denn man kann Fex mit einem E verlängern, Fexe. Und wenn ich Text spiele, ist das nach hinten nicht verlängerbar. Und man kann ein Wort ja, man kann ja ein Wort nach hinten anschließen. Man sieht es hier im nächsten Zug. Ben spielt Fexe und legt da sein Wort dran. Fragt mich jetzt auch nicht, was Orphe ist. Doch, Orphe weiß ich. Orphe ist ein Fisch. Aber genau, dadurch hat er damit hier die Punkte bekommen. Also, das sind diese Abwägungen. Was nützt mir am meisten? Genau, dann im nächsten Zug hatte ich direkt das Glück, dass ich hier den Bingo erwischt habe, ein Wort bekommen habe und es hier anschließen konnte mit Torfe, also mit Torf, dieses Bodenmaterial. Ben hat auch einen Bingo mit Dieseln. Dieseln ist ein Verb, warum auch immer. Und es geht mit ein paar relativ unspektakulären Zügen weiter. Yen ist die Währung, die kennt man sicherlich. Ben hat den nächsten Bingo. Man sieht hier, das Fragezeichen ist ein Joker, ein Blanko. Ein Blankostein. Auf dem tatsächlichen Stein im Spiel ist kein Fragezeichen drauf, sondern er ist einfach leer, deshalb Blanko. Und den kann man zu jedem beliebigen Buchstaben machen und das sind deshalb natürlich sehr begehrte Steine. Da spielt also auch dann Glück oder Pech rein. Die Blankos bekommen ist immer sehr erwünscht. Genau, ich gehe einfach direkt zur interessantesten Situation am Ende, nämlich dass Ben in dieser Situation, man sieht ja schon, was er gespielt hat, dass er da zeigt, dass es auch auf das ankommt, was ich gerade schon erwähnt habe, nämlich dieses Muster erkennen, wo kann ich auf dem Feld die Möglichkeiten besonders gut nutzen. Und wenn man jetzt diese Bank hier sieht mit den Buchstaben B, C, E, J, M, O, U, sieht das erstmal nicht so gut aus. Aber dann kommen jetzt zwei Dinge zusammen. Erstens, Ben kennt die ganzen Wörter, also nicht alle, die im Duden stehen, aber sehr viele. Und er weiß deshalb, dass das Wort Jumbo
vermutlich mal für Jumbojet gültig ist und gelegt werden kann und nicht als Eigenname zählt, warum auch immer, aber es ist gültig. Und Ben weiß das, weil er das gelernt hat und ich weiß das auch, weil ich es gelernt habe. Also erstmal sieht er sofort, wenn er diese Buchstaben hier sieht, ah ja, Jumbo. Das ist der eine Unterschied, den dann so einen potenziellen deutschen Meister von anderen Scrabble-Spielern unterscheidet. Und der zweite ist, dass Ben dann schaut, okay, geht das irgendwo hin? Kann ich das irgendwo legen? Ich könnte fast hier mit Je und Um Jumbo legen, aber da fehlt ein Buchstabe. Und dann sieht er, ah ja, es gibt das Wort zu natürlich. Es gibt mdimdim, was so eine total komische grammatische Form ist. Aber da ist uns beiden klar, das geht. Das kann man so verlängern. Es gibt das Wort ab. Also passt das hier alles hin und ich kann hier so daneben Jumbo hier hinlegen und man kommt insgesamt auf 74 Punkte für so einen Zug. Und wenn man diesen Zug hier nicht sieht, kann man quasi nichts anderes machen. Und währenddessen, während er da sitzt und diesen Zug spielen könnte, tut er das erstmal nicht, weil er erstmal sein Spielprotokoll vervollständigt, auf dem man also aufschreibt, was im Spiel was gelegt wurde und so weiter. Und welche Buchstaben schon gelegt wurden, sodass man weiß, welche noch fehlen. Das kann man alles machen. Und Ben verbringt damit also so ein paar Minuten. Und währenddessen sitze ich da und habe diese ba Bank, DEMWUR und den zweiten Joker und sehe, und ha also habe eine ähnliche Situation, bei der es auch darum geht, ah ja, Wörter kennen und dann eben im Kopf damit jonglieren können quasi und das Wort entdecken. Und ich weiß an der Stelle, dass es ein altes Wort für Echse oder Drache gibt namens Lindwurm und sehe Heidewitzka, den kann ich hier hinlegen, den Lindwurm. Und damit den Bingo spielen. Mit so schrägen Buchstaben, mit MWUI, womit man eigentlich gar nichts anfangen kann. Also ein absoluter Jackpot an der Stelle. Und dann sitzt man auf glühenden Kohlen da und denkt sich, hoffentlich bleibt diese Stelle frei. Denn Ben könnte ja hier was hinspielen. Hoffentlich geht er nicht an dieses L dran, sondern spielt irgendwo anders was, sodass ich Lindwurm legen kann. Wir sind am Ende des Spiels, es kommt auf diesen Zug an, wer das gewinnt. Und Ben schreibt also auf seinem Spielprotokoll minutenlang und dann legt er Jumbo. Und dadurch passt natürlich der Lindwurm hier nicht mehr hin, weil es kein Jumbo gibt. Und das sind dann also so diese Mini-Dramen, die sich auf einem Scrabble-Turnier abspielen. Denn dadurch gewinnt Ben natürlich dann das Spiel. Im nächsten Zug, also ich habe dann noch. Ich kann da nicht mehr viel machen, um das Spiel noch zu gewinnen. Und im nächsten Zug legte Ben hier noch Quiche hin. Also so diese Torte, die französische. Quiche für 64 Punkte. So kann das dann laufen. Und das heißt, in der Vorrunde hat Ben gegen mich gewonnen. Was ich auch gegen ihn durchaus immer erwarten würde. Aber das blieb dann erstmal meine einzige Niederlage. Und es ging gut weiter für mich. Im Grunde ging es sogar extrem gut weiter, denn ich habe vorhin schon erwähnt, das Buchstabenglück spielt eine Rolle und ein Turnier, in dem man extremes Pech hätte, in dem man immer wieder Pech hätte, kann man nicht gewinnen. Das ist einfach so. Man kann nicht jedes Turnier im Scrabble gewinnen. Das ist der Unterschied zum Schach. Da weiß man immer, wenn man ein Spiel verloren hat, dass man Fehler gemacht haben muss, definitiv. Aber in diesem Turnier war es extrem. Also ich kam zu dieser deutschen Meisterschaft, wie gesagt, so mit vorsichtigem Optimismus, dass es was werden könnte. Und irgendwie hatte ich dann das Gefühl, oder es war ziemlich deutlich, dass dort dann auch schon alle so halb damit rechnen, dass ich das jetzt gewinne. Also, dass ich so ein bisschen dran bin, weil alle natürlich verfolgt hatten, dass ich immer besser geworden war. Und ich war in der Rangliste dann jetzt schon auf Platz 3 vorm Turnier, glaube ich, oder nee, 2 dann, auf Platz 2. Und alle haben so gemerkt, wie ich immer besser geworden war seit meinem ersten Turnier und sagt mir alle beim Turnier, dass ich jetzt mal dran bin. Und Ben war schon dreimal deutscher Meister und ich hatte das Gefühl, es gönnen jetzt die Leute eher mir, dass ich es zum ersten Mal gewinne als er zum vierten Mal. Und es gab, wie gesagt, natürlich noch viele andere Spieler, die es hätten gewinnen können, aber ja, irgendwie lag so das Gefühl in der Luft, ich bin dran. Und meine Partnerin meinte vor dem Turnier schon, du, ich habe irgendwie allen schon erzählt, du wärst deutscher Meister im Scrabble, weil ich dachte, du wärst es längst. Ich dachte, du hättest schon mal die DM gewonnen. Also kein Druck, aber gewinn mal. Das heißt, da war auch sozusagen
der Optimismus da oder die Vorgabe, jetzt gewinn mal schön das Turnier. Und wie auf Bestellung bekomme ich ein super glückliches Turnier im Sinne von, ich ziehe die Buchstaben, die ich brauchen kann. Und es gibt eben diese verschiedenen Szenarien, wie ein Scrabble-Spiel ablaufen kann. Häufig ist es so ein interessantes Hin und Her und es ist eng und es kommt auf die Strategie an. Aber dann gibt es eben auch diese Fälle, bei denen einfach ein Spieler alles zieht und es nur darauf ankommt, diese Bingos dann auch zu sehen. Manchmal ist das natürlich ein bisschen schwierig, aber viele sind auch einfach. Also hier mit diesen Buchstaben hätten sehr viele andere Turnierspieler auch diesen Bingo hier gefunden, auslotet. Und dann ziehe ich hier das Y nach und da sieht auch jeder Turnierspieler, ah ja, hier, A für oder sogar Hey für 50 Punkte, weil so ein Zug dauernd vorkommt, so ein Mini-Zug mit dem Y. Das ist das 1x1 quasi. Und dann kommt der nächste Bingo hinterher und dann kommt der nächste Joker hinterher und ich kann wieder Bingos spielen. Selbst wenn man hier TKP nicht sieht, was nicht ganz so einfach ist, kann man auch einfach hier Heirate spielen und das ist dann auch keine Kunst. Und ein paar Züge später der nächste Joker und der nächste Bingo und da fliegt es einem einfach zu. Also das Spiel ist dann nicht spannend und nicht strategisch, sondern dann ist es entschieden, sobald der Spieler, der solche Buchstaben bekommt, auch die Bingos sieht. Und sowas macht dann auch gar nicht so wirklich Spaß, wenn es so extrem läuft wie in diesem Spiel, wo ich beide Joker hatte, wo ich von den 15 Es, die im Spiel sind, 13 bekam und meine Mitspielerin also 2. Und die Spielerin, gegen die ich hier spiele, ist eine absolute Top-Spielerin und war auch eine Titelkandidatin hier auf jeden Fall bei der DM, aber mit 2 Es gegen 13 und mit 0 Jokern gegen beide kann man einfach nichts machen. Und dann würde man sich manchmal wünschen, dass man wie im Schach, wenn ich es mal wieder damit vergleiche, das Spiel aufgeben könnte vorzeitig und sagen würde, ja, 220 Punkte hole ich nicht mehr auf, lassen wir es bleiben. Aber das ist im Scrabble nicht vorgesehen. Man spielt immer bis zum Ende, selbst wenn man dann sehr genervt ist, irgendwann davon, wie das Spiel läuft. Und ja, das gönnt man einfach niemandem, so ein Spiel mit 260 zu 590 zu verlieren. Das ist ein absolut extremer Fall von Buchstabenglück und Buchstabenpech. Viel interessanter ist es, wenn einem das nicht so auf dem Silbertablett serviert wird, sondern man was dafür tun muss quasi. Und wenn das Buchstabenglück ausgeglichen ist und es dann darauf ankommt, wer strategisch und taktisch besser spielt. Und diese Situationen sind also immer interessanter. Dann läuft es häufig auf die Frage hinaus, also erstmal, was ist der Zug mit den meisten Punkten, wenn man damit sozusagen ganz naiv anfängt. Aber wie ich halt vorhin schon erklärt habe, ist das häufig dann nicht der Zug mit der höchsten Gewinnchance. Und die Frage ist also immer, wofür will man Punkte opfern? Also welche Gründe hat man nicht, den punktreichsten Zug zu spielen? Und so ein klassisches Beispiel ist dann, dass man mit einem sehr billigen, sehr punktarmen Zug sich eine sehr gute Chance auf die allgegenwärtigen Bingos, die wirklich strategisch entscheidend sind, eröffnen kann. Und so ein ganz typisches Beispiel ist dann, dass man hier mit diesen ganz normalen und auch erstmal gut aussehenden Buchstaben nicht sowas wie zum Beispiel Eid spielt hier und sich die Punkte für das Y nimmt, für 14 Punkte, sondern es deutlich besser ist, hier nur für 4 Pünktchen Hui zu spielen, weil der Rest ohne U und I hier so gut ist. Also ohne I behält man das hier und das ist so eine gute Buchstabenkombination. Das zweite I und das U stören dabei aber enorm und wenn man Eid spielt, behält man EIRU und das gibt nicht so gute Aussichten, weil diese Vokale nicht gut zusammenpassen. Nach Hui mit dieser Restbank ist die Chance auf einen Bingo sehr hoch. In diesem Fall musste ich das dann noch einen weiteren Zug machen, weil ich ein zweites ED dazu bekam und sich damit kein Bingo ergibt, aber dann im nächsten Zug. Und hier ist jetzt natürlich wieder eine Frage des Spezialwortschatzes mit Nereide oder was auch immer das ist, aber man kann auch einfach Einrede spielen. Genau. Und die interessantesten Situationen sind also die, bei denen nicht wirklich klar ist, dass es einen eindeutig besten Zug gibt, sondern man die Abwägung hat. Lohnt es sich jetzt für mich, diesen Zug noch zu spielen oder lohnt sich das nicht? Typisches Beispiel hier später in demselben Spiel
ist, dass ich 7 Konsonanten auf der Bank habe und also einen Vokal brauche, um was legen zu können. Ein Vokal ist hier oben frei mit dem Ü und ich kann also Küss oder Wüst dadurch spielen. Wenn schon, würde ich Wüst spielen, weil das W ein ungünstiger Buchstabe ist, den man immer loswerden will. Aber das Problem daran ist, dass hier rechts die Stelle, die ich mit dem T dann eröffne, natürlich sehr attraktiv ist für den anderen Spieler. Nicht zuletzt, weil das hier zwei rote Buchstabenfelder sind, die man theoretisch dann verbinden kann, wenn man hier 7 Buchstaben dazulegt, also einen Bingo spielt, und dann zählt das Ganze dreifach und nochmal dreifach, neunfach. Es addiert sich nicht nur zu sechsfach, sondern es wird multipliziert zu neunfach. Und das ist dann natürlich richtig teuer. Das ist dann ja auch noch ein Bingo, wenn man 7 Buchstaben legt, und dann kommen da locker mal 150 Punkte zusammen. Und das Risiko ist relativ klein, weil es genau an die Stelle passen muss, aber es ist ein Risiko, bei dem man sich überlegen muss, ist es mir das wert oder tausche ich hier jetzt nicht besser an der Stelle? Und das sind dann so Bauchentscheidungen häufig, die ich sehr spannend finde. In diesem Fall war dann meine Bauchentscheidung, ich gehe das Risiko ein, ich nehme mir die 24 Punkte, die ich für diesen Zug noch bekomme, und ich tausche nicht. Die Softwares, diese Scrabble-Software hier, beurteilt das aber als Fehler. Und ein Grund dafür ist dann auch der vorherige Zug des Mitspielers, dass man den auch beachtet. Denn daraus kann man so ein bisschen Rückschlüsse ziehen. Und das ist hier so ein typischer Fall, weil mein Gegenspieler hier, der übrigens der Verbandspräsident von Scrabble Deutschland ist, gegen den ich hier spielte, 3 Buchstaben getauscht hatte. Und das gibt Rückschlüsse. Denn wenn man 3 Buchstaben tauscht, heißt das im Umkehrschluss, die 4 Buchstaben, die er behalten hat, müssen ziemlich gut sein. Wenn sie nicht gut wären, hätte er ja die auch noch mitgetauscht. Das heißt, ich weiß, er hat eine Restbank aus 4 guten Buchstaben behalten. Und dann ist es natürlich riskant, eine gute Stelle aufzumachen. Wenn ich schon weiß, da warten gute Buchstaben beim anderen Spieler, das macht diesen Worst Case, den man hier erwischen kann, wahrscheinlicher. Und so gesehen ist das hier keine gute Idee. Und dann kam es sogar zu diesem Worst Case, weil er hier diesen neunfachen Bingo erwischte. In dem Fall relativ harmlos, weil es alles billige Buchstaben sind. Beide Blankos sind dabei, die ja nichts zählen. Und dadurch sind es dann nur sozusagen 122 Punkte. Aber da war ich dann auf das Glück angewiesen, um dieses Spiel noch zu gewinnen. Was dann mit Glück hier Meniskus im nächsten Zug und Hopsan etwas später auch gelang, aber das war dann sozusagen mehr Glück als Verstand. Also das hier war dann ein Fehler. Und ich mache eigentlich in jedem Spiel Fehler, weil die Situationen so komplex sein können und so schwierig zu entscheiden, dass es kaum erreichbar ist, Scrabble fehlerfrei zu spielen, egal auf welchem Niveau. Manche Spieler, gerade im englischsprachigen Scrabble, kommen da sehr, sehr nah dran und können das super gut durchblicken, die ganze Strategie, aber ich als jetzt möglicherweise bester Spieler in Deutschland mache ständig Fehler. Man kann eigentlich in jedem Spiel von mir bei diesem Turnier was kritisieren und das ist völlig normal. Ich mache einfach nur weniger Fehler als die anderen. Wenn man als ja, neuer Spieler oder auch als, sagen wir, normaler Turnierspieler sozusagen die Spiele so im Nachhinein durchgeht und kritisiert, was alles noch möglich gewesen wäre, ist es erstmal schockierend, was so eine Computersoftware hier alles kritisiert und wie viel Luft es da nach oben gibt. Das ist unglaublich, wie schwer es ist, quasi hier strategisch alles richtig zu machen. Aber die Spiele sind die interessantesten, bei denen es so eng wird. Und vielleicht noch so als allgemeine Orientierung, wie viele Punkte sind überhaupt normal? Was ist bei so einem Turnierspiel zu erwarten? Man sieht jetzt hier, dass das so 530 zu 419 ausging. Mit 530 bin ich mehr als zufrieden. Also 500 erreiche ich in der Regel nicht. Aber es kommt auch nicht selten vor. Mein Turnierschnitt ist so etwa 450 Punkte pro Spiel. Das ist immer so die Messlatte. Bei diesem Turnier waren es 480 und noch was für mich, weil ich so viel Buchstabenglück hatte. Aber allgemein bei Turnieren ist der Standard so, 400 ist ein sehr ordentlicher Schnitt, ist ein guter Turnierschnitt. Mit 350 Punkten, wenn man im Schnitt so 350 macht, kann man bei Turnieren auch noch mithalten, also wird ein paar Spiele gewinnen, wird aber eher hinten landen. Aber jemand, der
eher bisher zu Hause spielt, ohne sich mit dem Spiel zu beschäftigen, ohne Wörter zu lernen und so weiter, wird ja so bei 250 landen, vielleicht 300, wenn man sehr gutes Talent für das Spiel hat und sehr gut mit Wörtern umgehen kann, vielleicht bei 350. Wenn man schon so weit ist, würde ich sagen, auf jeden Fall mal ein Turnier spielen. Das kann man aber auch bei jedem Level. Also es sind schon Leute mit Punkteschnitten von 150 oder so eingestiegen. Und wenn das okay ist für einen, dann hat da niemand was dagegen. Aber das sind so die Messlatten. Und Bingos haben gute Turnierspieler so ein bis zwei pro Spiel. Bei mir sind es meistens so zweieinhalb. Und also auch daran kann man sich orientieren, wie oft einem das gelingt. Genau, und auch in diesem Turnier gab es also genug Situationen, bei denen es darum ging, dass ich strategisch mich richtig dadurch navigiere und mit solchen Bänken, die jetzt nicht totale Glücksfälle sind, noch die beste Möglichkeit zu punkten finde. Das besteht dann häufig aus so einem Zug, wie man den hier sieht, dass man parallel an andere Wörter was anschließt. Da müssen alle Wörter, die sich dadurch ergeben, auch gültig sein. Also ul und ni sind tatsächlich auch zwei gültige Wörter, dass man sowas findet. Oder ansonsten geht es einfach natürlich auch darum, die Wörter zu kennen und zu finden. Also zum einen in so einer Situation hier mit dem Blanko zu entdecken, dass man hier den Bingo Feldbett bilden kann, der hier die einzige Möglichkeit ist, einen Bingo zu spielen. Das ist natürlich dann schon entscheidend, dass man sowas sieht. Und das sind die Herausforderungen, die ich mag. Das Wort Wissen, also dieses Spezialwörter, obskure Wörter kennen und gelernt haben, kommt natürlich auch dazu, weil man das in manchen Situationen einfach braucht, um den optimalen Zug spielen zu können. Also wenn man hier das Wort Escudo nicht kennt, was glaube ich eine Währungseinheit ist, die einem hier 42 Punkte bringt, weil das C hier verdoppelt wird und dann das Wort verdreifacht wird. Wenn man dieses Wort hier nicht kennt, dann kann man auch diesen Zug nicht spielen und dann kann man nicht den besten Zug spielen. Und das macht also einen Unterschied aus. Das ist natürlich ein bisschen ja, kritisch manchmal für Einsteiger, weil das eine Hürde darstellt, die man einfach noch nicht. Man hat da quasi erstmal einen Nachteil, wenn man diese Wörter nicht schon kennt. Aber auch das ist in anderen Spielen ja ähnlich. Also im Schach kennt man die Eröffnung nicht, wenn man einsteigt und dann hat dadurch eine Expertin schon den automatischen Vorteil. Und gleichzeitig ist es durch die Strategie eben so, dass selbst wenn ich mich einigen würde, wenn ich mit Leuten, die neu einsteigen, sagen würde, okay, wir spielen jetzt mal ein Spiel komplett nur mit Wörtern, die völlig klar in der Umgangssprache sind, die nicht so komisch sind wie Escudo, würde ich wahrscheinlich immer noch ohne Probleme gewinnen, weil die Strategie dann noch so viel ausmacht. Also diese Mischung ist es dann. Ich übersehe auch immer Bingos noch in jedem Turnier. Das ist auch ja, unvermeidlich sozusagen. Es kommen auch Wörter vor, die ich einfach noch nicht kenne, weil ich auch nicht den kompletten Duden kenne. Also in dieser Situation zum Beispiel hätte ich Hochtone spielen können, was ich noch nie gehört habe, noch nie gesehen habe. In anderen Fällen zahlt es sich dann aber aus, dass ich diese Wörter gelernt habe. Zum Beispiel hier, wo ich mit dieser Bank dann Immanenz spielen konnte. Und das ist einfach, das ist so ein Highlight für Scrabble-Spieler, so ein Wort auf die Bank zu erwischen und spielen zu können. Genau, aber insgesamt lief es wie gesagt so, dass ich ja in vielen Spielen, bei weitem nicht allen, aber in vielen relativ schnell mir sicher sein konnte, okay, das Spiel gewinne ich, weil ich einfach direkt am Anfang in Vorsprung gehen konnte durch die Bingos und dann ist es, einen Vorsprung zu verteidigen im Scrabble ist immer einfacher als umgekehrt in der Lage zu sein, dass man den Vorsprung, den Rückstand noch aufholen muss. Genau, und so lief im Grunde das ganze Turnier. Ein glückliches Spiel nach dem anderen, aber auch ein Spiel nach dem anderen, bei dem ich ja, die Möglichkeiten gesehen habe, die ich hatte. Und auch ein paar, bei denen es sehr, sehr spannend wurde, strategisch, wie am Ende das Spiel verläuft. Manchmal ist es am Ende des Spiels noch spannend und dann wird es ein richtiges Rechenspiel. Also dann ist es wie im Schach, denn ich habe vorhin schon erwähnt, man kann die Buchstaben notieren, die schon gespielt wurden, und sieht dadurch, welche Buchstaben noch fehlen. Das wirkt vielleicht so ein bisschen wie Mogeln, dass man sich dadurch raussucht, welche Buchstaben der andere jetzt noch hat, was man ja eigentlich nicht wissen soll. Aber die Sache ist natürlich,
dass man es eh nicht verhindern kann, weil ja bekannt ist, welche Buchstaben wie oft im Spiel sind. Und das heißt, man könnte es auch einfach im Kopf durchzählen. Also einfach wäre das sicherlich nicht, aber es geht, man kann es nicht verhindern und deshalb erlaubt man es auch einfach direkt und man darf das also schriftlich machen. Und dadurch weiß man am Ende des Spiels, welche Buchstaben bei der anderen Person noch übrig sind, als letzte Buchstaben. Und dann kann es eine Rechnerei werden. Und so ist es zum Beispiel in diesem Spiel. Ich bin 13 Punkte vorne, ich habe die Buchstaben, die man hier sieht. Und ich weiß durch dieses Abstreichen, wie man das dann nennt, dass bei meiner Mitspielerin noch E, F, I, K, N, T sind. Und dann wird es strategisch. Dann muss man erkennen, dass damit das Wort Kneift möglich ist, mit hier diesem Anschluss Tab, was ein erlaubtes Wort ist. Und dass es hier also möglich ist, für die andere Spielerin alle Buchstaben am Ende wegzulegen. Das gibt jetzt keine 50 Punkte mehr. Das gibt es nur, wenn man alle 7 Buchstaben auf einmal weglegt. Am Ende, wenn man keine 7 mehr hat, weil nicht mehr Buchstaben da sind, gilt das nicht mehr. Aber sie würde damit das Spiel gewinnen, weil sie dann nicht nur eine Menge Punkte hier bekommt für dieses Wort, sondern auch die Buchstaben, die ich noch auf der Bank habe, bei mir abgezogen werden und bei ihr noch dazukommen als Punkte, wenn sie das Spiel beendet. Also wer das Spiel beendet, wird dafür noch belohnt sozusagen. Und dann wird es also strategisch in dem Sinn, dass ich weiß, ich muss diesen Zug verhindern. Und ich muss gleichzeitig durchrechnen, dass möglichst ich das Spiel beende. Also ich bin ja am Zug, ich lege jetzt ein Wort, dann legt sie was und dann will ich mit meinem nächsten Zug das Spiel beenden, damit ich dann die Punkte bekomme und damit meinen Vorsprung ins Ziel rette. Und dann muss man durchrechnen. Reicht es, wenn ich hier Asen spiele? Hat sie dann einen Zug, mit dem sie das Spiel beenden kann oder mit dem sie so viele Punkte machen kann, dass sie gewinnt? Und dann rechnet man durch, okay, ich lege Asen, dann kann sie Fakten legen mit den Buchstaben, die sie hat. Wie viele Punkte bekommt sie dafür? Was kann ich danach machen? Und reicht das? Und dann rechnet man durch, okay, Asen 14 Punkte für mich, Fakten 36 Punkte für sie. Dann habe ich noch ein D und E und das kann ich hier hinlegen mit Odem. Oder ich könnte es hier hinlegen mit Rede für 8. Dann hat sie noch ein I, den Punkt bekomme ich, sie bekommt den Punkt abgezogen, was ist der Endstand? Also dann wird es richtig so eine Rechenarbeit. Und in dem Fall war das halt besonders spannend, weil das tatsächlich um 2 Punkte reicht. Also Fakten ist ihr bester Zug an der Stelle, Odem ist dann mein bester Zug und damit gewinne ich um 2 Punkte. Und dann rechnet man das also so durch und sieht, okay, Asen ist ein Gewinnzug, damit gewinne ich das Spiel. Und das ist dann auch immer spannend, wenn man auf diese Weise ausknobelt, was gewinnt jetzt und was gewinnt vielleicht nicht. Genau. Und dann kommen noch solche Psychospielchen sozusagen dazu. Also ich meine jetzt nicht in irgendeiner Weise, ich meine eigentlich keine Psychospielchen, aber Spielsituationen, in denen es darum geht, okay, was denkt der andere jetzt, die andere Person? Blufft die Person? Denn man kann natürlich mit Wörtern blöffen. Also zum Beispiel, um zu diesem Spiel zurückzukommen, wo ich vorhin schon war. Ich habe diese Buchstaben und ich lege ein Bingo. Ich lege alle Buchstaben weg mit Satzame. Also etwas ist Satzame bekannt, aber das ist nicht gültig. Das ist kein gültiges Wort, weil es Satzame nur in dieser Form gibt. Etwas ist Satzame bekannt, aber man kann nicht sagen eine Satzame, was auch immer. Also es ist kein Adjektiv. Das heißt, man kann es nicht mit dieser Form mit E legen. Und das heißt, meine Mitspielerin hätte hier diesen Zug anzweifeln können, wie ich schon geschildert habe, und ihn zurücknehmen lassen können. Aber dann ist eben die Frage, sie riskiert damit 10 Strafpunkte. Möchte man das riskieren? Bei Leuten, bei denen man weiß, wie bei mir, okay, die lernen die Wörter wie Vokabeln, denkt man auch, die werden wahrscheinlich solche Fehler nicht machen. Aber in diesem Fall wusste ich es tatsächlich einfach nicht besser und war also ein echter Fehler. Und dann ist also immer die Frage, zweifle ich das jetzt an? Bringt es mir vielleicht sogar was, wenn ich dieses Wort liegen lasse, weil jetzt ja hier natürlich eine sehr attraktive Stelle ist für ein neues Wort mit diesen dreifachen Buchstabenwerten hier. Also was macht man dann? Und in dem Fall blieb es liegen und ich kam also mit diesem ungültigen Wort durch, ohne dass ich das absichtlich gespielt hätte. Und man sieht hier auch, welche Fehler ich auch mache, weil es hier auch die wunderschöne Möglichkeit gegeben hätte zu sagen, früher waren mehr Lamettas sozusagen. Also es ist kein Plural, sondern der Genitiv des Lamettas. Aber das habe ich dann nicht gesehen, zum Beispiel in diesem Fall. Genau, also solche
innerlichen Überlegungen und so kleinen Dramen spielen sich sozusagen beim Scrabble ab. Und letztendlich lief das ganze Turnier dann so, dass ich einfach ja, von den Glücksfeen, Buchstabenfeen begünstigt war und mich durch die Vorrunde ja, durchspazieren konnte letztendlich. Also 20 Spiele sind die Vorrunde und das Spiel gegen Ben, das ich schon gezeigt habe, blieb meine einzige Niederlage. 19 zu 1, ein extrem glückliches Turnier. Und dann gibt es ein Finalspiel und zu diesem Finalspiel werde ich ein eigenes Video machen. Auf meinem Kanal ist das dann auch zu sehen, wo ich dieses Spiel analysiere. Ich gehe hier ganz kurz darauf ein. Ben schafft es auch ins Finale, also genau das Finale, das man quasi erwartet hätte von den Ratings her. Und das Finale geht über 2 Spiele. Und auch dieses Finale wurde letztendlich extrem durch das Glück auf meiner Seite entschieden. Es war ein Extrembeispiel dafür, dass ein Spieler einfach nichts machen kann mit den Buchstaben, was sehr selten vorkommt, dass man wirklich solches Pech hat, dass man ein ungewinnbares Spiel hat. Das ist eigentlich ziemlich selten. Aber in diesem Fall lief es extrem. Ben macht eigentlich alles richtig, kriegt so solche Buchstaben hier, B, C, M, W und findet noch die beste Möglichkeit mit Webcam. Und ich auf der anderen Seite kriege schon wieder einen Joker. Ich habe extrem viele Joker in diesem Turnier bekommen und damit ist es hier nicht schwer, den Bingo zu spielen. Und so ging das weiter. Ben hat, ja, Ben bekam einen Bingo, zog einen Bingo mit Feudaler, aber sonst konnte er einfach hier nichts machen. Und dann war der Endstand dieses Spiels, wie man hier sieht, die Punktzahlen im Programm hier stimmen nicht so ganz, weil die Regeln hier ein bisschen anders abgespeichert sind, aber ungefähr 520 zu 340, ohne dass einer von uns besser gespielt hätte als der andere. Und das sind dann eben auch die Dinge, die im Scrabble passieren können. Und so einen Vorsprung kann man kaum noch aufholen, so einen Rückstand im zweiten Spiel und dann wurde es nicht mehr spannend. Und das ist, ich würde jetzt sagen, kurz gefasst die Geschichte, wie ich deutscher Scrabble-Meister wurde, aber eigentlich habe ich mich nicht besonders kurz gefasst. Ich hoffe, es war trotzdem interessant. Also jemand, der es interessant findet, hört sich sicherlich auch so ein Video hier in Podcast-Länge an. Und genau, ich mache das Ganze natürlich nicht nur, um mich hier mit Ruhm zu überhäufen und mich selbst zu beweihräuchern, so sagt man es. Eigentlich überhaupt nicht deshalb. Aber der eigentliche Grund ist, dass ich ja wirklich so ein Fan dieser Scrabble-Szene bin und finde, dass es so einen Spaß macht und es schade finde, dass wir nicht mehr sind. Denn Millionen von Leuten kennen dieses Spiel. Hunderttausende spielen das regelmäßig. Zigtausende spielen es in der App, die es dazu gibt. Und trotzdem besteht unsere Turnierszene, wenn man hier sich die Rangliste nochmal anschaut, aus, ich glaube, etwa 250 Leuten. 216 haben im Moment eine Turnierwertungszahl. Also eine viel zu kleine Zahl eigentlich gemessen daran, wie viele Leute dieses Spiel kennen und spielen. Und da möchte ich gerne Werbung machen, dass es mehr werden. Ich habe vorhin schon erwähnt, dass es mit Aerolith eine Seite gibt, auf der man online Wörter üben kann. Den Link dazu habe ich in die Beschreibung gestellt. Noch wichtiger sicherlich, es gibt Scrabble-Clubs. Hier sind sie. Es gibt Scrabble-Treffs in ganz Deutschland und ich kann nur dafür werben, da mal hinzugehen. Alles super nette Leute und jeder ist willkommen, egal welches Spiellevel, also egal ob komplette Einsteigerin. Alles willkommen, es wird einem gerne beigebracht. Man muss nur akzeptieren, das ist die eine Voraussetzung, würde ich sagen. Man muss nur akzeptieren, dass es nach den Regeln geht, die wir haben. Das heißt, insbesondere die Duden-Wortliste gilt. Gibt keine Diskussion über Wörter. Genau. Und hier, diese Seite habe ich auch verlinkt in der Beschreibung, welche Clubs es alle gibt. 2 Clubs in Berlin, Bremen, Frankfurt, Freiburg und wie gesagt in meiner eigenen Stadt in Saarbrücken. Könnt ihr gerne mit mir und mit meinen Mitstreiterinnen dort spielen. Aber auch bei Turnieren ist absolut jede und jeder willkommen. Auch bei der Deutschen Meisterschaft hatten wir jetzt jemanden bei seinem ersten Turnier. Also auch da kann man einsteigen und auch das macht Spaß. Und durch den Turniermodus ist es ja auch so, dass man dann bald gegen Leute auf einem ähnlichen Level spielt und nicht dauernd gegen die Cracks ran muss. Und überhaupt wird man einfach sehr offen
aufgenommen. Ihr könnt mir gerne schreiben, meine E-Mail-Adresse ist auch in der Videobeschreibung, aber natürlich auch einfach hier in den Kommentaren, werde ich auch antworten. Genau, wenn ihr irgendwelche Fragen noch habt, Interesse daran, Scrabble zu spielen. Und online spielen kann man auch auf der Seite woogles.io. Es gibt, wie gesagt, auch eine App, die ich aber deshalb nicht empfehlen würde, weil sie die Wortliste unseres Vereins nutzt, aber eigentlich keine Erlaubnis dafür haben kann. Es ist rechtlich unklar, ob man eine Erlaubnis braucht. Aber es ist schon schöner für uns auch eine Seite zu nutzen, die das in offizieller Kooperation mit uns macht. Und bei Woogles.io ist das der Fall. Aktuell ist hier nur eine Wortliste hinterlegt bis 9 Buchstaben. Das heißt, alles, was länger ist als 10 Buchstaben, wird hier nicht erkannt. Das ist ein bisschen blöd. Das ist zumindest jetzt, November 2021, der Fall. Aber spielen kann man hier trotzdem sehr schön. Man sieht hier meinen Nutzernamen, Alex Dings. Und ein paar Leute, die ich auch von Turnieren kenne, sind online. Hier die Spielerin mit dem Namen Mystix ist eine, gegen die ich gespielt habe, wo ich das Spiel vorhin gezeigt habe mit Satzsame und Lamettas. Genau, und hier kann man also gegen diverse Leute auch auf Deutsch spielen. Man sieht hier bei mir jetzt die deutschsprachigen Spieler. An sich ist es aber eine englischsprachige Seite. Das heißt, man muss darauf achten, dass man beim hier, wenn man spielen will, die deutsche Wortliste einstellt. Aber man kann auch, wenn man will, auf Französisch oder Norwegisch spielen oder Englisch. Genau. Dazu kommen sicherlich noch eigene Videos. Das wollte ich hier jetzt nur zum Ende dieses Videos noch zeigen. Und ich denke, damit habe ich alles erzählt, was ich erzählen will. Ich hoffe, es war interessant, aber ich nehme an, wenn man bis jetzt dran geblieben ist am Video, fand man es interessant. Genau.